Schulter runter. Und jetzt zurück. Eins, zwei, cha, cha, cha. Und jetzt hier. Eins, zwei, cha, cha, cha. Und zurück. Eins, Murat. Zwei, cha, cha, cha. Murat, ich wollte das nicht. Ich sag dir, wie es ist, aber es bleibt wirklich gut im Kopf. Vielleicht nächste Staffel. Ihr könnt gerne mal anfragen. Mit Paluten würde ich das gerne machen. Einfach so. Ruft jetzt an. Unter folgender Nummer. Wir blenden es in der Bauchbinde ein. Ich weiß auch nicht mehr, wann es kommt. Okay. Massimo, nimm mich als Mann. Hallo, herzlich willkommen in Sallys Welt. Hallo, ich bin in Sallys Welt. Mein Lieblingsfreund Freddy ist wieder da. Und wir bereiten heute drei geniale Rezepte zu. Drei, ich will es gar nicht aussprechen, aber es sind drei so TikTok-Rezepte. Vertical-Rezepte. Ja. Vertical. Vertical, da müssen wir nicht TikTok sagen, ne? Funktioniert bei dir TikTok? Funktioniert? Mhm. Ja. Ich verstehe die Plattform. Ich verstehe die Plattform. Ach so, ja. Ich habe noch ein paar Tipps und Tricks für dich mitgebracht. Ja. Hashtags, das neue Ding. Echt? Jetzt wow, wir hatten auf Instagram gerade so ein Meeting und da hieß es, ich würde keine Sekunde der Welt für Hashtags verbrauchen. Deswegen benutzt man ja auch Apps dafür, die das generieren und scouten, welche gut funktionieren. Ich benutze auch keine Hashtags. Jeder sagt was anderes. Ich hasse Hashtags. Wir fangen jetzt mal an mit einem schönen Rezept. Und zwar wird es ein Schokoladenkuchen. Den könnt ihr gerne auch vegan herstellen, wenn ihr vegane Milch, also Hafer, Soja, Mandelmilch etc. nehmt. Oder auch ganz klassisch mit normaler Milch. Und am besten nimmt man danach entweder eine Silikonform oder wenn man keine Silikonform hat, kann man auch eine... Ganz normale nehmen aus... Eine Milchtüte. Milchtüte. Eine Milchtüte kann man auch nehmen. Yep. Oder ihr nehmt eine andere Form, legt Frischhaltefolie rein, geht auch. Also ihr braucht nicht unbedingt eine Silikonform. Und jetzt dafür bin ich da. Oder ihr nehmt einfach eine Form aus Sallys Shop. Da gibt es nämlich einiges an Formen und auch welche, die sehen aus wie Murat. Ja, dafür verwenden wir 600 Gramm Milch, 60 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 30 Gramm Kakao, etwas Tonkapaste, eine Tüte Agar-Agar und 150 Gramm Zartbitterkuvertüre. Tada! Fertig. Super, dann können wir jetzt eigentlich schon an den Topf. Den nehmen wir kurz daher. Was ist das wohl? Das ist eine Anti-Rutschmatte. Nee, aber nur für Induktion geeignet, damit Töpfe und Pfannen nicht rutschen und dein Herd nicht zerkratzt. Weil oft ist das so, du hast das so auf dem Herd und wenn du jetzt drin rührst, dann wackelt der Topf so. Mhm. Und wenn da jetzt Salz oder Staub oder Zucker oder irgendwas drunter ist, Gewürze, zerkratzt das. Jetzt hast du diese Anti-Rutsch, rutscht nichts. Anti-Rutsch. Jetzt musst du den Topf nicht mehr halten und kannst mit einer Hand rühren und das andere Handy, in der anderen Hand kannst du das Handy nehmen oder so. In meiner App stöbern. Ja? Wir geben jetzt einfach alle Zutaten rein, bis auf die Schokolade, die kommt nicht rein. Aber Kakao, Zucker, Tonka, weil es kurz zur Schokolade passt. Ich mach grade, jetzt gerade? Nee, ich mach gerade was am Handy. Ach so, ja, dass du dann hier so... Genau, das kannst du machen. Ach so, soll ich schon rühren? Ja. Ach so, soll ich das auch anmachen? Noch nicht. Machen wir gleich. Hier noch Agar-Agar rein, das ist ein pflanzliches Geliermittel statt Gelatine. Genau, weil dann ist es nämlich auch wirklich Veggie und oder vegan. Ganz genau. Jetzt schön rühren. Und wenn es klümpchenfrei ist, kommt die restliche Milch dazu. Ist eigentlich, muss man sagen, wie so eine Art Pudding ohne Stärke, stattdessen mit Agar-Agar. Das sieht anfangs immer aus, als würde es sich nicht verbinden. Ich wollte es genau schon so sagen. Aber der verbindet sich gleich. Aber auch interessant, du hast das Pulver reingemacht und hast den Abzug an, damit das überschüssige Pulver abgesaugt wird? Oder warum machen wir das? Oder war das jetzt aus Versehen? Ach so, okay, ich dachte, ich habe wieder einen Trick verpasst oder so. Super sieht es aus. Also ich habe jetzt die Form mal mit Wasser ausgespült. Ich glaube, das hilft beim Rausstürzen. Ich glaube, es geht auch ohne, aber ich habe ein bisschen Angst trotzdem immer. Mit Wasser? Dass es nicht rausgeht. So macht man das so bei so türkischem Pudding immer und dann geht es auch raus. Und jetzt einfach höchste Stufe oder die Sturmi-Stufe, das ist die Powerboost-Taste. Dann geht es schneller. Und 2 Minuten lang sprudelnd kochen lassen, das ist wichtig bei Agar-Agar, damit es fest wird.
Also nicht mehr rühren? Doch, doch. Wenn man es aber nicht 2 Minuten sprudelnd kocht, dann wird es nicht fest. Ah. Mhm. Steht das auch auf der Verpackung? Ja. Wenn man sie liest. Und wenn man nicht lesen kann? Dann schaut man Sallys Videos. Richtig. Und Sturmis Videos natürlich, weil er alles exakt genauso macht wie ich. Genau. Denn er hat gut gelernt und gut aufgebaut. Genau. Ich teste das dann bei Restaurants, ob die das genauso machen wie Sally. Ja. Wird schon? Ja, es wird. Es kommt jetzt gleich was. Gut. Ich wollte ein bisschen weniger Action reingeben. Es riecht so schön nach Schoki. Ich finde es schön, dass er da ist. Soll ich ein paar Smalltalk-Fragen noch raussuchen? Mhm. Okay, warte. Zum Glück habe ich die rutschfeste Matte, dass ich jetzt an mein Handy gehen kann. Warte. Ich hätte mal, ja, wir können auch nebenher so. Ich finde es gleich raus. Smalltalk. 10 lustige Fragen, Smalltalk. Tipps. Okay. Bist du bereit? Ja. Hast du die immer so im Petto? Ja, ich gehe immer gerne auf ax.com, um mir Smalltalk-Fragen rauszusuchen. Okay, bist du bereit? Ja. 10 lustige Fragen fürs erste Date. Ich mach die nächste Seite auf, Sally, das ist mir zu unangenehm. Wenn Murat gleich hier durchläuft, ist ein bisschen schwierig. Das Geile ist einfach der Gast. Oh Gott, schon wieder. Oh Gott, aber zum Glück habe ich die rutschfeste Matte, ansonsten hätte ich mich so erschrocken, dass alles über in meinem Induktionsherd wäre. Do you prefer writing with a black or a blue pen? Magst du lieber einen blauen oder einen schwarzen Stift beim Notizen schreiben, Sally? Blau. Du? Okay, auch blau. Finde ich gut. Wie findest du, würdest du lieber auf dem Land oder in der Stadt leben? Land. Du? Auch Land, deswegen ziehen wir aus Köln weg. Do you consider yourself... Oh Gott, Alter, ist das heiß. Oh Gott, ist das heiß. Sally, es kocht über, glaube ich. Soll ich lesen? Sally, es kocht, glaube ich, über. Oh nee, Gott, ich hab keine Haut an den Fingern. Oh Gott, man muss ja die Blasen da rausmachen, sonst kocht es ja über. Und ich das ist der erste Mann, voll, den ich sehe, der kochen kann und parallel moderieren kann, die Gäste unterhalten. Was ist dein Sternzeichen? Jungfrau und dein? Meins ist Steinbock. Passt sehr gut zueinander. Ich habe ja immer meine Aszendenten habe ich immer dabei. Passt das immer gut? Ja, Nina hat immer, die macht immer morgens Sternzeichen für uns alle. Ja, ist sehr wichtig. Steinbock und Jungfrau passen gut zusammen. Das immer. Sieht man an uns. Mhm. Was ist dein meistgenutztes Emoji? Oh, ich habe 2 Minuten geschafft. Herz, was ist deins? Es waren 3, ich habe dich veräppelt. Oh Gott, meine Hand ist gegart. Das lass mal kurz abkühlen, wir machen weiter. Meins ist Herz, was ist deins? Warum bist du jetzt so außer Puste? Gut, dass ich viele Sachen jetzt nicht gesagt habe. Wir hätten entgleisen können, wir haben es gerettet. Ich glaube, die Augen, die so machen. Echt? Das ist aber ein bisschen creepy. Mach ich häufig. Oder nee, die betenden Hände. Das sind aber keine betenden Hände. Ja, die machen High Five. Ja. Aber ich dachte auch mal, es sind Beten. Ja, ist ein bisschen blöd. Ich habe das auch Leuten geschickt. So, ja, ich hoffe, bei dir wird alles wieder gut. Und dann High Five, so ein bisschen unangenehm bei den ganzen Leuten immer. Weil so, ja. So, naja, ja gut. Machen wir später weiter mit unserer Fragerunde? Na klar. Okay. Also du hast das wunderbar gekocht, 2 Minuten lang sprudeln. Und es wird auch wunderbar geklappt haben. Und jetzt könnt ihr hier die Kuvertüre reingeben und sie schmelzen lassen. Ich glaube tatsächlich, das ist so warm, dass mein Blutkreislauf jetzt hier erhitzt im Arm und dann über den Rest des Körpers weitergibt. Also es ist von hier Hitze, die aufsteigt, jetzt in den Rest meines Körpers. Ja. Nee, du machst schon Spaß. Du veräppelst mich doch. Bissel. So sind wir hier. Aber es sieht gut aus, ne? Sollen wir das einfach mal probieren? Dürfen wir schon. Das ist ja Veggie und vegan. Ja. Schöne Löffel. Da sind ja keine Eier drin. Ein Knick. Wie wäre das eigentlich mal mit dir und Japan? Mhm. Weil die essen ja auch ganz viel rohe Eier da. Das wäre, glaube ich, dann, das wäre ein lustiges Video auf jeden Fall. Aber ich bin mir sicher, dass bei den Japanern die rohen Eier nicht stinken. Nee, ich glaube auch. Weil die sind so sauber und so, die sind so filigran mit allem. Die haben so eine krasse Koch- und Backkunst und so eine Patisserie. Ich finde, die japanische Küche ist eigentlich für mich so die höchste Küche der Welt. Ja? Mhm. Also fliegen wir mal zusammen nach Japan? Ja. Ja. Ich fahre dann Auto, ich habe Angst vorm Fliegen. Why not?
Ich finde, wir sollten mal die japanische Küche entdecken. Vielleicht nicht gerade zur Kirschblütenzeit. Ich glaube, da sind viele Menschen. Ne? Sondern welche? Außerhalb der Kirschblütenzeit. Aber die Kirschblütenzeit ist so schön. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wir können ja PewDiePie anfragen, ob der vorbeikommt. Der kriegt ein Kind, ne? Wer? Smalltalk-Fragen. PewDiePie. Echt? Mhm. Die sind schwanger. Also sie. Ehrlich? Eher weniger. Das ist der Hammer. Mhm. Krass. Habe ich auch nicht gehört. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Greetings from the Germany to the Japan. We from the baking and cooking side wish a lot of greetings to the PewDiePie child. Oh. Please don't call him Steffen. Thank you. Das ist schön. Ja. Guck mal, jetzt füllen wir das hier rein. Das ist schön. Und dann geben wir es in den Kühlschrank und lassen es fest werden und hoffen, dass daraus jetzt ein schöner Kuchen entsteht. Oh mein Gott, die Füllmenge passt fast perfekt. Okay, ein bisschen zu wenig. Wie lange dauert es wohl, bis der dann fertig ist? Schon ein paar Stunden im Kühlschrank. Paar Stunden im Kühlschrank? Ja, aber in der Zwischenzeit machen wir einfach noch ein anderes Rezept. Oder? Das finde ich sehr gut, denn es gibt ja noch zwei Stück bei dir und noch ein paar. Was Herzhaftes? Brot mit Joghurt? Mhm. Das machen wir jetzt. Übergang. Vor 2 Jahren war ich das erste Mal hier. Seitdem hat sich viel verändert. Heute treffen wir eine Unternehmerin aus Baden-Württemberg, die mit Katzen spricht. Die katzisch gelernt hat. Oh mein Gott. Und die ist doch so süß. Wollen auch Sie lernen, mit Katzen zu sprechen? Gehen Sie jetzt auf saddieskatzenwelt.bw. Das Land Baden-Württemberg unterstützt diese Unternehmerin. Sex hat sie lieb nicht über alles. Ist es so? Mhm. Wie stehst du zu mir? Muffin, was sagst du zum Sturmi? Oh, wirklich? Dass in diesem Haushalt solche Worte untertitelt werden, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also Rezept Nummer 2, dafür nehmen wir 10 Gramm Hefe oder 20 Gramm Trockenhefe, einen Teelöffel Zucker, 290 Gramm Wasser, 500 Gramm Mehl, ich habe hier das 550er Mehl und einen Teelöffel Salz. Und hier gebt ihr jetzt einfach alle Zutaten in die Rührschüssel und knetet einen lockeren Hefeteig daraus. Du Sally, ich habe eine Frage. Als Backanfänger mache ich erst die flüssigen Zutaten rein und vermische dann die trockenen, bevor ich sie reingebe zusammen? Ja. Wir machen so, Hefe, Zucker, Wasser sind die besten Freunde. Hefe, Zucker und Wasser lieben sich. Hefe, Fett und Salz lieben sich nicht. Deswegen immer als Verständiger Mehl dazwischen. Und Salz dann zum Schluss. Und Fett auch, wenn Fett dazu käme. Ja? Okay. Magst du gerne Hefeteig? Ich liebe Hefeteig. Geht der bei dir auf? Natürlich nicht. Jetzt vielleicht schon. Jetzt weißt du die Reihenfolge. Und egal ob per Hand oder mit der Maschine, einfach 10 Minuten lang geschmeidig kneten. Ja? Und danach formen wir daraus eine Kugel, lassen ihn aufgehen und wenn er aufgegangen ist, machen wir Pfannbrote draus. Wow, das ging jetzt so schnell, ich habe dich gar nichts machen lassen. Nee, ist gar kein Problem. Ich habe aber dafür viel gelernt. Gerne. Yes? Die muss man nur so kneten. Ein Sprint. Und drauf mit. Yes. Schön. Passt schon. Jetzt aufgehen lassen. Macht alles geschmeidig. Manchmal nehme ich es auch so für die Türen, für Scharniere. Tschick, tschick. WD-40. So. Oh, die Gelenke, die laufen wieder einwandfrei, sage ich euch. Okay, Teig ist fertig. Zack. Und jetzt? Klack, 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 klack. Ja. Das verstehe ich nie, ne? Aber ich bin auch ein schlechter Bäcker, ja. Was? Man macht ja immer, man lässt das immer aufgehen, den Hefeteig. Genau. Und danach quetscht man den wieder so platt. Ja, der geht ja wieder auf. Ach. Die Hefe arbeitet da jetzt. Das ist in meiner Welt quitschi-quatschi, sage ich euch. Genauso. Das machen wir jetzt schon mal warm. Mhm.
die Platte. Machen wir mal so auf Stufe 7,5. 7,5. Und falls ihr nicht halbe Schritte habt, 6. Ja, und ich würde sagen, wir machen einfach kleine. Hast du halbe Schritte bei dir? Ja. Ja, ne? Nicht alle, aber. Nicht alle. Das heißt, immer wenn ihr nur auf 7 oder 8 könnt, macht ihr immer runternehmen, alle paar Minuten. Okay, und wir dann einfach kein 16. Stückchen. Und dann? Und dann rollen. Ja. Rollen? Ja. Also komm, probieren wir jetzt hier mal. So, nimmst du 2. 2 Stück. Immer so ein bisschen mit dem Finger nach unten. Ich habe aber andere Finger als du. Weißt du, was es da gibt? Guck mal, warte, jetzt guck mal deine. Und wir gehen jetzt in Close-Up von denen. Guck mal meine daneben. Siehst der du das? Sieht gut aus, aber der nee. Ja, das ist die rechte Hand. Die ist nicht so powerful wie die linke. Du nimmst ein Glas, stülpst drüber. Ja, wirklich mit dem Glas. Das mache ich lieber auf der Oberfläche als hier, ne? Ich habe keine Lust, hier deine Oberfläche zu verkratzen. Nö, da passiert nichts. Ich nehme die linke Hand, die war anscheinend gut. Genau, da noch 8 Teile draus. Ach du heilige Mutter, ich glaube, ich habe es komplett falsch gemacht, habe mir voll in die Hand geschnitten, aber das ist ganz normal. Ist nur ein Plastikschnitt. Aber der Glastrick ist eigentlich echt cool. Das stimmt tatsächlich. Ne? Aber ich habe das Gefühl, ich habe da so ganz viel abgeknibbelt. Ne? 8 Stück. Das macht nichts, ja. 2, 4. Warst du gut in Mathe früher? Boah, übertrieben. Super gut. 8 Stück, ne? Ja. Okay, dann einmal so. Und dann haben wir das Kuchenstück so gleich in 16 Stücke geteilt. Kuchen. So nochmal. Boah, cool. Manche TikTok-Brotleute sind jetzt sehr stolz auf mich, die mir ja, so. Ja, ich bin richtig stolz. Bist du auch eine TikTok-Brotfrau? Nein. Oh. Was ist eine TikTok-Brotfrau? Das sind die Leute, die nur Brot-Content machen. Ach so, nee, das bin ich nicht. Ich bin kein Brotsommelier. Oder Jo. Der backt nämlich nur Brot. Das Beste. Echt? Das ist nur ein Brot-TikToker. Der macht das beste Brot. Und seine Frau ist das Mädchen aus die wilden Kerle. Der ist sehr gut. Bitte mal mit Jo Brot machen. Das ist sehr geil. Macht er das so richtig mit Sauerteigführung? Alles. Wenn, dann richtig, ne? Und jetzt haben wir hier den Teig. Drücken wir flach. Einmal so. Einmal so. Warte mal, ich habe 5 mm. Ich glaube, wir machen 3 mm drauf. Dann ist es ein bisschen dünner und dann können sie in der Pfanne schön ausbacken und dann werden sie dick. Und fluffen so hoch, ne? Ja. Okay. Bestreichen wir die noch mit Öl Nein, oder sowas? Gar nicht. Sie werden einfach ganz trocken in der Pfanne ausgebacken. Da reingemacht. Okay. Roll mal du weiter aus und ich hole die 3 mm. So. 3 mm. Hier. Ja. Zu weit, zu wenig. Achso, du hast so weiter. Ja, ich so einfach ein bisschen ausgerollt, natürlich. Oder? Wenn wir jetzt nicht so feste drücken, dann ja, das passt. Geht's doch auch, oder? Hauptsache, die sind gleichmäßig. So. Aber für alle, die das nicht so können, einfach 3 mm Ringe drauf, dann ist immer schön gleichmäßig. Wenn ich das kann, Sally. Dann kann's jeder, ne? Kann's jeder. Glaubt an euch, auch ihr könnt Sally mal verunsichern, so wie ich, wenn ich neben ihr stehe. Warum? Sie ist nervös. Warum? Weil sie hat noch nie so viel Unsicherheit in einer Person gemerkt, gemacht. Boah, Alter, ich glaube, ich krieg gleich einen Schlaganfall. Ich glaube, ich brauche noch einen Kaffee gleich. So. Okay, doch heftiger noch. Ja, hier so 3 mm so. Zack, zack. Und dann hauen wir die hier bei mittlerer Hitze in die Pfanne. Ohne Fett. Wir haben jetzt eine Gusseisen, aber eine beschichtete Pfanne geht auch. Nee, ein bisschen dünner noch, ein bisschen dünner. Ach egal, komm, das wird die stumme Version. Ich hab's. Ja, das ist. Ja, ja, nee, ich hab's gesehen. Ich meine jetzt nicht wegen. Also, nee, nein, ich verstehe das nee, schon. Ich meinte ich wegen ja, und dann, ja. Wenn man das. Ja. Sollen wir noch ein paar coole Smalltalk-Fragen machen? Na klar, soll ich dir was raussuchen? Du als Gastgeber kannst das ja mal raussuchen. Natürlich, also, bist du bereit? Ja. Hast du einen groben Themenbereich, wo du denn gerne hinwollen würdest mit den Smalltalk-Fragen? Nö. Okay. Du? Überhaupt nicht, ne. Ich habe nur für. Okay. Was war deine erste Arbeitsstelle? 100-mal jetzt hier behandelt worden. Okay, wir gehen weiter. Nee, das weiß fast niemand. Oh. Ich habe bei der Arbeiterwohlfahrt gearbeitet, Essen auf Rädern. Ich habe Essen ausgeteilt an alte Menschen. Oh. An Senioren. Bin mit so einem kleinen Auto rumgefahren. Und eigentlich war es auch immer so, mein Papa
hat nämlich mir keine Nebenjobs erlaubt. Er hat immer gesagt, konzentriere dich auf die Schule. Mhm. Deswegen durfte ich keine Zeitung austragen und hier und da. Und dann war ich aber 18 und habe den Job gekriegt bei der AWO, Essen auf Rädern. Und dann hat er gesagt, das kann ich machen, weil ich das Auto fahre. Mhm. Weil man dann viel rumfahren muss auch, und ne? Und tust was Gutes. Was und war dein erster Job? Ich glaube, ja, zählt auch Praktikum dazu. Ist ein Job nicht immer, wenn man was verdient? Ja, dann YouTuber, ne? Mir ging es immer gut, da mache ich keinen Hehl draus. Also, mir ganz ehrlich, da muss ich es auch nicht irgendwie so tun. Was empfiehlst du trotzdem der Jugend? Gute, wohltätige Zwecke, ein freiwilliges soziales Jahr ist auch immer tatsächlich sehr wichtig. Studium, ansonsten Ausbildung. Haben wir damals immer Studium, Ausbildung. Handfest eher ist. Inzwischen eher Ausbildung, wenn es sein muss, ein Studium. Es ist nichts Schlechtes, aber ihr habt wirklich auch riesige Möglichkeiten im Markt momentan. Wenn ihr eine gute Ausbildung macht und werdet immer einen Job haben. Ja. Und ihr könnt auch was. Ja. Gerade im Handwerk. Hast du mal eine berühmte Person getroffen? Dich? Okay. Du? Dich. Wer ist jemand, den du wirklich bewunderst? Du. Okay. Du? Du. Was liest du gerade? Deine Insta-Biografie? Ich hoffe deine. Was ist der beste Rat, den du je gehört hast? Das ist interessant bei dir, glaube ich. Beste Rat, den ich je gehört habe? Hör immer auf deinen Papa. Mit deiner? Das ist meiner ist viel, viel analytischer. Das ist ja richtig schrecklich. Ich habe beobachten, wissen, schaffen, und machen, so um es runterzubrechen. Das sind so die drei Steps. Sammelst du was? Außer Katzen. Nee, ich bin eigentlich eher so der Ausmistetyp. Also ich hatte mal eine Sammlerkrankheit. Ich habe Zuckerstreusel gesammelt. Ich hatte so einen 2x1-Meter-Schrank mit Zuckerstreusel. Aber das habe ich jetzt hinter mir. Die Zeit ist vorbei. Zuckerstreusel? Ja. Dann hatte ich mal eine Zeit lang Nagellack. Das habe ich auch nicht mehr. Nee, ich sammle nichts. Sammle ich was? Nee, ich sammle nichts. Ich bin der Ausmistertyp. Du? Videospiele, alte. Ist mir jetzt auch zur Last gefallen, als ich das Ganze habe mal umziehen lassen. Das waren 4 Wochen voller Schmerzen auf jeden Fall. Naja, 2500 Stück. Dumm. Keine Zeit mehr für. Machen wie viele haben wir noch? Also ich habe eine Liste mit 100 Stück vorbereitet, falls ich nicht weiß. Ich wusste nicht, wie lange du möchtest. Aber ich kann dir gerne ein paar Highlights raussuchen. Warte, dann machen wir jetzt die Brötchen fertig und dann machen wir gleich da wieder weiter. Oder komm, eine, hau noch eine raus. Das kannst du am besten. Tanzen. Richtig, denn ihr könnt jetzt anrufen unter folgende eingeblendete Nummer für Sally bei Let's das Dance. Das wäre schön. Einfach mal so, auch wenn es gerade kein Let's Dance ist. Einfach mal anrufen, vielleicht mal mit den Leuten reden, die sitzen da ja den ganzen Tag. Sieht super aus. Hab gebacken. Du könntest auch Dönerbrote machen. Danke, ich werde es Lukas Podolski ausrichten. Okay, also die Brote sind gemacht, die stellen wir kurz zur Seite. Und jetzt zeige ich dir mal, was Atom ist, okay? Mhm. Und falls ihr noch eine andere Beilage oder einen Dip sucht bei Sturmi, dem Sturmi habe ich das Rezept gegeben für den allerbesten, den weltbesten, käsigsten Käsedip der Welt, den wir oft am Wochenende für die Kinder auch zubereiten. Und es ist der Hammer. Ist er der Hammer, der Käsedip? Er ist wirklich der Hammer. Der ist der Hammer. Man würde sagen, da wo ich herkomme, ein Leckobert. Also ihr könnt Joghurt-Dip machen oder also Atom machen oder ihr könnt Käsedip machen oder ihr macht einfach beides. Oder Menemen. Der Menemen ist best. Boah, ich habe so einen guten Place in Köln. Noch mal und wenn wir dann, ich habe so einen guten Place in Köln für dich, ne? Wo du Menemen frühstücken kannst. Das ist so geil. Da geht es nur um Zitronen. Das ist ein Zitronenkaffee. Ist alles mit Menemen? Weiß ich nicht, wir machen so türkisches Frühstück. Aber das ist alles, die Deko ist nur Zitrone. Du bist unter einer Zitronenwiese, setzt du. Kommst du im Sommer noch mal hierher, dann habe ich frische Paprika im Garten. Ich habe Tomaten im Garten. Hühnereier nicht, aber dann machen wir frisches Menemen. Gerne. Ja. Ach, schön. Okay, das zur Seite. Dann machen wir ein Frühstücksvideo Reloaded. Ja, ich habe auch gerade dran gedacht, als wir da in Florida, Paris. Köln. Wo waren wir noch? Ja. Am Nordpol. Nordpol. Ah, oh, das war schön. Schweiz. Das war schön. Ich will. Oh, das war richtig schön. Grand Canyon. Okay, Zutaten. Erfurt. Naja. Unser Törtchen ist? Fest. Und da steche ich jetzt direkt rein. Nein, wir holen es raus. Und wir müssen stürzen. Und jetzt in der Silikonform kann man einfach so machen und dann knibbeln. Ich hoffe es.
Hast du noch nicht probiert? Nee. Echt nicht? Nee. First time. Aber normalerweise. Ach ja, hast du gehört? Hast du gehört? So. Oh. Was nee, hast du gemacht? Das war eine E-Mail. Gell? Auf einmal ploppt hier so eine. Ploppt hier noch so die kleine Büroklammer auf und gibt es gleich Tipps. Oh, süß. Ist schön. Ist wirklich sehr süß. Und jetzt können wir hier einfach Kakao drüber geben. Und ich habe da so einen Trick. Guck mal, da ist Reis drin. Mhm. Dann kommt nämlich nicht zu viel Kakao auf einmal raus. Ah. Für eine schöne matte Oberfläche. Oder man lässt sie glänzend. Glänzend war fast schöner. Und falls ihr natürlich. War glänzend schöner, oder? Nee, ich finde es so schöner tatsächlich. So? Ein bisschen matt ist immer gut, ja, sage ich. Ein bisschen matt ist immer gut. Abpudern hier. Tschick, 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 tschick. Oh. Schön, oder? Ach, guck mal. Sieht zwar ein bisschen aus wie so ein mies operierter Po. Sollen wir probieren? Gerne wohl. Okay. Willst du es durchschneiden? Nee, wir löffeln so an, oder? Okay. Okay. Von wo löffeln wir? Von der Pobacke oder eher so vom mittleren Herzteil? So am Rand, oder? Am Rand, okay. Ja, okay. Beide auf einer Seite oder sollen wir es auf zwei Seiten? Komm, jeder auf seiner Seite. Okay. Eins, zwei, drei. Okay. Du bist viel mutiger als ich. Ich weiß, wofür das richtig gut ist. Nochmal als Aufstrich fürs Brot. Aber es ist eine spannende Konsistenz. Aber das auch, muss man ja dazu sagen, komplett veggie-vegan. Mit Hafermilch, ja. Tatsächlich bin ich ein bisschen kritisch. Ich fände es jetzt eher als Pudding besser. Also statt Agar-Agar. Einfach ganz normal Stärke, so wie man halt Pudding macht, weil Pudding kannst du auch stürzen, Pudding wird auch fest. Und ich finde, Pudding ist nicht in der Konsistenz so eklig wie das hier. Konsistenzmäßig auf jeden Fall Minuspunkt, stimme ich dir zu, geschmacklich lecker. Geschmacklich lecker, geschmacklich, weil... wirklich lecker. Geschmacklich ist ja auch wie so eine Art Pudding einfach nur. Genau. Nur das Bindemittel ist falsch, finde ich. Also da muss ich diesen Trend aus dem Internet leider... Wir verurteilen es. Okay, komm, wir machen wie bei... wir machen so Punktesystem, ne? Okay, und jetzt kommt die Wertung der Fachjury. Ihre Wertung bitte, Herr Freddy Sturmwaffel. Bis wie viel gehen wir jetzt? 10. Von 1 bis 10. 1 bis 10, 10 sehr gut, 1 sehr schlecht, 0 sehr schlecht. Okay, also. Farbe zurück zum Herz, wow. Das ist sehr lecker gewesen, aber auch nicht so lecker, wie es hätte sein können. Aber es lag auch am Agar-Agar, ich bin bei einer 6 von 10. Ja, hervorragend. Für mich jetzt nur eine 4 von 10. Oh, kritischer. Machen wir weiter. Ja, Rezept Nummer 2. Ich habe noch Agar-Agar im Zahn. So, jetzt machen wir mal hier Atom. Atom ist ein, Dessert wollte ich sagen. Atom ist ein, eine Vorspeise eigentlich, ein Mezze. Und zwar nimmt man dafür stichfesten Joghurt, so einen richtig schönen Sahnejoghurt. Was heißt stichfester Joghurt? Dass der, wenn du mit dem Messer so reinstichst, der ist stichfest, mit dem Löffel. Nimmst das größte Messer, genau. Tatort Frankfurt. Stichfest, siehst du? Nee, Tatsache. Genau. Damit einfach nur einreiben am Hauptbahnhof und dann ist alles okay. Und du hast hier so kleine Chilis, die sind tatsächlich aus meinem Garten getrocknet. Aber du hast Chilis im Garten? Ja, Wahnsinn. Die habe ich dann gedörrt. Boah, ich glaube, ich kriege gleich PTSD. Ich war Hotpot essen, habe ich dir schon erzählt. Boah, oh Gott, das war genau dieser Abend. Oh je, das sind Magenschmerzen, die kommen langsam wieder zurück. Nee, gar kein Problem, ist lecker, habe ich gesagt. Das passt doch. Alles gut. Guck mal, und hier? Verträgst du Schärfe nicht so? Nee, ich vertrage Schärfe sehr gut, aber warst du mal Hotpot essen? Nein. Ja, mach mal nicht. Obwohl, doch, du kannst auch sehr gut scharf essen, ne? Ich kann auch gut scharf essen. Aber ich kann auch gut scharf essen. Ich esse Tabasco zu allem. Gehen wir mal zusammen scharf essen. Boah, ja. Dann brennt es dreimal, so nennen wir das Video. Nicht drei Cocktails, die ballern, sondern drei Gerichte, die ballern. Da brennt es dreimal, unsere neue Serie auf Vox. Und beim letzten Mal dem Kanalarbeiter in den Augen, sag ich dir. So, okay. Also hier, die haben wir jetzt hier. Die lassen wir einweichen, weil die sind getrocknet und wir wollen sie gleich aber noch anbraten, dass sie nicht verbrennen. Ah. Aha.
dass die Chilis nicht verbrennen, müssen sie ein bisschen weich gemacht werden mit kochendem Wasser. Stellen wir kurz zur Seite. Nee, komm ruhig rein. Mach ruhig. Komm ruhig rein. Gar kein Problem. Komm ruhig rein. Alles gut. Einer der zahlreichen Mitarbeiter in diesem Hause. Wir machen kleine Vorstellungen immer. Komm Freund ruhig rein. Freund und Mitarbeiter. Bitte, Freund und Mitarbeiter. Guck, da ist der Tolga. Der macht hier. Was machst denn du hier? Komm, klick mal ins Mikrofon rein. Ja. Was machst denn du hier? Was ist dein Job genau? Wie ist die Bezeichnung? Ich bin eine Katzenflüsterer hier. Ja. Das ist sehr gut. Also, man sieht. Ja. Guck mal. Muffin sagt gerade, sie hat jetzt Durst. Hm. Und Mama. Ja. Tschüss, Mama. Super. Tschüss, Mama. Gleich stellen wir noch jemanden vor. Darfst du machen? Das war ja auch die unhandlichste Annahme aller Zeiten. So. In den Joghurt. Ah, okay. Das ist der Freddy-Test. Funktioniert das Produkt so? Auch ohne mit Schale geht, ja, weil Knoblauchschäler. Schäle, genau. Hier rein. Ja. Ja, die war halt klein, ne? Die war sehr klein, ja. Average groß. Ah. Und jetzt Salz, Pfeffer. Yes, yes. Stopp. Hey, Moment mal, du kannst ihn. Okay. So. Ihr kriegt gleich Joghurt von uns. Lecker, lecker. Alles verrühren jetzt wohl, ja, ne? Ja, alles schön cremig verrühren. Mhm. Nee, warte, rühr nochmal weiter, nicht, dass ich da. Ein kleines Pfeffer auf dem Arm. Salzig? Nee, da fehlt noch. Okay. Wichtig abschmecken. Weil ansonsten schmeckt es nicht. Ja. So. Und dann nehmen wir die Chilis hier raus und trocknen sie so ein bisschen. Boah, da kannst du so gut Leute mit pranken. Sieht ein bisschen aus wie Stracciatella, ne? Einfach so am Ende Gefrierfach und dann einfach mal in so ein kleines Hörnchen rein und dann sagen, ey Leute, Team-Meeting, wir haben Stracciatella-Eis gemacht und alle so bläh. Und dann alle so Chilis abtrocknen und du kannst schon mal Olivenöl in dem Pfändler erhitzen. Oh, ist es die nicht kaputt geht, die Flasche? Ja. Oh, das habe ich gesehen. Hier rein. Der Pfeffer. Ja. In die kleine Emaille-Geschichte. Ja. Oh, warte, dann mache ich doch mal das, was ich am besten kann. Immer noch mal ein bisschen Gegenstände da vorstellen. So, okay. Weil Emaille kann man ja immer auf Induktion auch warm machen, genau. Ne? Genau. Und dann kannst du hier, machen wir jetzt nicht zu hoch, mach ruhig ein bisschen mehr. Und die Chilis einfach kurz fein schneiden. Mhm. Hab gemacht. Super. Also wir nehmen die Chilis, schneiden sie und das Öl müssen wir ein bisschen runterstellen, das wird zu heiß sonst. Sonst verbrennen die Chilis. Mhm. Und dann braten wir die an. Oh, weißt du, was ich vergessen habe? Ein bisschen Paprikapulver unten in der Schublade. So. Und jetzt kommen die da rein. Nee, das ist nicht von mir. Haha, ich hab's gefunden. 2,5 Jahre habe ich gebraucht. Wow. Und dann kannst du jetzt hier noch Butter rein. Hier rein? Ja. Machst einen Backhandschuh für deine linke Hand, dass du das Töpfchen halten kannst. Mhm. Und wir machen ein bisschen Paprika rein. Gar kein Problem. Ja, das stimmt. Ich habe dir die rechte Hand für die linke gegeben. Das ist der Winkelhandschuh, damit man nur dann sieht, von wem er ist. Mm. Das riecht und wirkt sehr lecker. Mhm. Und das ist das eigene Chiliöl, was wir sozusagen jetzt machen. Ja. Könnte man denn einen Shortcut nehmen und auch einfach schon fertiges nehmen? Ja, zum Beispiel von dir, was man jetzt hier hätte? Könnte man natürlich auch. Aber diese Chilis, die so ein bisschen frittiert sind, die, wow, das ist so lecker. Dann gebt ihr einfach den Joghurt auf so einen Teller. Zack, zack, zack. Sieht gut aus, ne? Das sieht sehr gut aus. Man würde sagen, sehr tasty. Oh, das kommt jetzt hier rüber. Ha.
Also, das scheppert schon ganz ordentlich. Ich habe ein bisschen Angst vor deinen Homemade Chilis. Ich auch. Ja, aber es ist gut, ist gut. Und jetzt, liebster Sturmi, machen wir direkt die Verkostung. So schnell? Dankeschön. Haben wir gut gebrotet. Mm. Oh, ich habe Angst. So viele Kerne. Ich habe auch ein bisschen Angst. Mhm. Aber es wird der Hammer. Aber fehlt ein bisschen Salz. Mhm. Stimmt dir zu. Gell? Ist gar nicht so scharf, wie ich dachte. Ist tatsächlich sehr lecker, weil man den Joghurt noch hat und dann ist direkt eine Abkühlung dahinter. Scheppert aber schon ganz ordentlich für Leute, die echt nicht gerne scharf essen. Brennst du auch aus den Ohren. Oh, jetzt habe ich eine Chili bekommen, ist doch sehr scharf. Wow. Brennst du aus den Ohren? Mir brennt es immer aus den Ohren. Bei Schärfe? Ja. Was heißt das? Das ist so eine Schärfe, die geht mir durch den Hals in die Ohren. Hä, kennt ihr das nicht? Eine Ohrenschärfe? Hä? Achtung, hier stehen jetzt echt viele Leute. Wer kennt die Ohrenschärfe? 1, 2. Wer kennt die Ohrenschärfe nicht? 1, 2, 3, 4, 5. Anna, du kannst auch deinen Fuß heben. Sie hat sehr zugestimmt bei der Ohrenschärfe. Tja, ihr wisst nach was er schreit. Wir legen eins in die Mitte. Wer überlebt, gewinnt das Argument. Ohrenschärfe. Sehr lecker. Ist bei mir eine 5 von 5. Rezept Nummer 3. Weißt du, was ich komisch finde? Was denn? Dass das einfach nur eine Vorspeise ist. Aber für mich wäre das einfach so eine Hauptspeise. Ich brauche da nichts anderes. Komplette Hauptspeise, ja. Joghurt, Chiliöl, Brot. Der dritte Trend ist, finde ich, ein bisschen gefährlich. Warum? Because man muss so Dosen nehmen und die oben aufschneiden. Und das finde ich tatsächlich, weil die halt echt Rasierklingen scharf sind, ein bisschen gefährlich, finde ich auch, sollten Kinder nicht nachmachen. Wir haben es jetzt hier fachmännisch, fachfrauisch aufschneiden lassen. Aber sehr gefährlich, bitte aufpassen. Jetzt kommt ein Trend, das wird eine Kerze, die du essen kannst, weil es eine Butterkerze ist. Und das finden wir cool. Komisch bisschen auch, komisch. Stell dir mal vor, du kommst zu jemandem nach Hause und dann hat er so eine Butterkerze auf dem Tisch stehen so und sagt, dipp mal rein. Ja. Okay, wir probieren es, ja? Es wirkt so ein bisschen was, wie was Leute in der Sterne-Gastro machen. Ja. Hast du nicht so einen Sterne-Gastro-Typ hier? Habe ich hier. Der Dennis. Wenn wir den fertig haben, dann ist er mit. Dann wird er sagen, das ist deine Kunstform, wie die Butter schmilzt. Genau. Ja. Und das heißt, wir haben jetzt hier nochmal Docht besorgt. Docht. Dann haben wir hier Butter, die schmilzt und da geben wir einfach noch Kräuter rein. Kleinschneiden. So die ätherischen Öle. Oh, das erinnert mich immer nach zu Hause. So. Und das schmelzen wir jetzt hier einfach kurz und lassen die Kräuter in der Butter ziehen. Und dann schmelzen die sich so da rein, also nicht dann klein machen, du lässt die groß, damit sich die richtigen Aromen alle entfalten. Genau, und dann sieben was durch, da rein, zack, fertig. Krass, so. Okay. Und dann kommt es in den Kühlschrank und das machen wir gleich. Machen wir so einen Dochthalter. Genau, so einen Kerzen... Dochthalter. Kerzengieß... Aber nur in eins, weil fürs andere haben wir es nicht, aber und da stelle ich es dann einfach rein. Ich glaube, wir haben zwei, oder hatten wir nicht vorhin zwei? Na egal, können wir auch so. Und wir kleben es am besten jetzt schon mit ein bisschen Butter an, am Boden. Dann stellen wir es kühl und in der Zwischenzeit schmilzt der Rest. Jetzt. Yes. Das heißt, ich muss jetzt halten. Das da rein. Und jetzt tun wir es kurz ins Gefrierfach, dann wird es schnell fest. Und dann gießen wir den Rest auf, dann hält der Docht. Warum hat man in einem Haushalt einen Dochthalter? Oh, ich glaube, das ist zu wenig Butter schon fast, oder? Für zwei. Aber für den Docht reicht's. Sicher, dass wir den jetzt schon reinmachen? Ja. Wenn wir einen Halter haben auch? Ja, weil, weißt du, eigentlich klebt man den Docht
unten hin, damit er gleich nicht schwimmt, wenn die Flüssigkeit kommt. Aber hätten wir nicht erst Flüssigkeit reinmachen können, dann das Ding nach unten drücken und das dann so halten lassen, weil wir einen Halter haben? Aber es kann dann sein, dass er in der Mitte anhält und das kannst du ja dann nicht mehr kontrollieren. Wie deswegen hält klebt in der Mitte man an? Eigentlich mit so, warte, ich zeig's dir. Deswegen hat man hier diese ganzen Dochtdinger und hier diese Dochtkleber. Und diese Dochtkleber nimmst du eigentlich und klebst sie auf den Boden des Gefäßes, dann den Docht drauf. Dann hält der, egal wie viel Kerzenwachs da reinkommt. Aber da das Ding jetzt nicht lebensmittelgeeignet ist, habe ich gedacht, lassen wir es lieber weg und kleben den Docht lieber mit der Butter an den Boden. Und falls ihr auch bei Rituals anfangen wollt, schreibt uns einfach gerne in die Kommentare. Wir bilden auch aus. So sieht es jetzt aus. Hat jetzt auch nicht so lange gedauert, ne? Nee, geht flott. Wir haben aber auch ein bisschen geschummelt, wir haben es ins Gefrierfach gestellt, wird die Butter schneller kalt, aber einfrieren sollte es jetzt auch nicht. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Ihr könnt jetzt auch am Rand aufschneiden, aber Gesundheit! Sundi. Aber normalerweise, guck mal hier, guck mal! Unsere Kerze! Was hat denn sich dann da unten? Das stand die Molke. Die Molke. Ach, da ist. Ich finde tatsächlich, die Idee ist cool, aber ich finde, dass es eben mit diesem mit der aufgeschnittenen Dose ist, finde ich nicht so cool. Vielleicht habt ihr eine Idee, was man stattdessen nehmen kann. Man kann ja auch vielleicht so einen Kunststoffbecher nehmen. Ist jetzt auch nicht so nachhaltig, aber sicherer als das. Oder Silikon. Silikonformen, Kerzenformen, wenn man sowieso Förmchen hat. Genau, also Dose ist ein bisschen dangerous. Ja, das zum Beispiel ist jetzt auch schon schwieriger zu ziehen. Ja. In der etwas dickeren ging es leichter. Aber? Ich habe auch schon probiert anzuwärmen mit den Händen, aber... Dann wärme ich das gleich damit an. Okay. Aber jetzt kommen wir probieren das. Also ich wollte gerade sagen, wir brauchen wichtig ist, der Docht nicht zu lang, auch bei normalen Kerzen. Weil dann? Genau, weil es dann zu hoch brennt. Sieht blöd aus. Und der Sinn dahinter soll ja jetzt sein, du hast jetzt quasi ein Frühstücksbuffet oder Abendessen. Wo ist der Sternekoch? Wir müssen ihn schon holen. Wir holen kurz Dennis. Wir wollen, dass Dennis das auch sieht. Okay. Hab ihn. Komm, Dennis. Also, hallo. Komm mal zwischen uns, wegen Mikrofon und allem. Das ist Dennis, kennt ihr ja schon. Und zwar haben Freddy und ich TikTok-Trends getestet. Ja. Und wir haben uns gedacht, dass es eigentlich ganz cool wäre. Ist uns leider erst beim letzten Trend eingefallen. Dass unser Sternekoch diesen Trend testet. Und zwar ist es Butter. Ja, okay. In Form einer Kerze. Und das Besondere daran soll sein, dass man die halt so anzündet, dann sieht es romantisch und hübsch aus. Dann nimmst du Brot, dann dippst du das so rein. Ja. Ist auch ein bisschen geflavored mit Salbei und Rosmarin. Okay. Was macht das mit dir, wenn du das siehst? Ist das so ein Sterne-Lokal-Vorspeisen-Ding, wenn man so... Jetzt mal Real Talk. Ich habe mal in einem 3-Sterne-Restaurant auch so eine Kerze stehen gehabt zum Essen. Die war aber aus Schweineschmalz. Ist natürlich jetzt ein bisschen kritisch, aber die ist dann so 3-4 Gänge vorher auf den Tisch gestellt worden und angezündet worden, kommentarlos. Ah. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt kannst du das essen. Und das ganze Restaurant hat die ganze Zeit nach Schwein gestunken. Keiner wusste, was los ist. Ja. Richtiger Mief. Ja, nee, das ist eine sehr gute Idee. Das cool, macht ne? Das macht was mit mir, weil, achso, Valentinstag ist schon rum, ne? Ja, ist leider schon. Hast du leider verpasst. Nächstes Jahr ist Valentinstag. Heute ist Sonntag, Butterkerze. Der 19. Februar. Nein. Ich war vorgestern bei Let's Dance in der ersten Sendung. Bist weitergekommen, oder? Und weißt du noch, da als... Gott sei Dank, weil in der ersten Sendung fliegt ja keiner raus. Das wäre super peinlich, auch wenn man rausfliegen würde in der ersten Sendung, wäre das peinlich. Manometer. Das war so spannend. Aber wenn ihr das nochmal nachschauen wollt, könnt ihr es bei RTL Plus nachschauen. Richtig. Aber ansonsten immer live mitschauen, weil man dann für mich anrufen kann, ne? Ja. Weil die zwei Jungs ja, die wählen sich die Fingerwund. Fingerwund absolut. Wählen wir uns. Jeden Freitagabend. Schade, muss man aber auch ehrlich sagen, dass RTL mich und mein Team mit deinen Buchstaben auf dem Bauch gepinselt komplett rausgeschnitten hat, weil wir haben uns halt so Mühe gegeben und wirklich einen Arsch aufgerissen, das reinzuschmuggeln in die dann Farbe. Ich hab gesagt, dann nimm das nächste Mal T-Shirts und spuck's auf die Shirts. Du hast es von Anfang an gesagt, nackte aber ich Haut wollte geht den nicht. Bauch. Naja. Herr Sternekoch, warum schmilzt die Butter nicht? Dauert, ne? Genau. Das dauert. Der Docht ist doch noch ganz oben. Deswegen und, quasi 3-4 Gänge vorher, ne? Das ist auf jeden Fall das, wo man sich Zeit nehmen kann, ne? Kann man das beschleunigen, indem man das macht? Indem man das macht, genau. Und dann verbrennt sie einfach. Braune Butter ist die leckerste Das Butter. Ist Nussbutter. Genau. Ja.
So, drei, vier Gänge später können wir jetzt quasi unsere Nussbutter probieren. Ja, komm, probieren wir, ne? Ja. Verrückt, dass man so eine Kerze jetzt dippt. Mhm. Aber das ist cool. Mhm. Wie lange war die jetzt im Kühlschrank? Oder wie lange steht die jetzt schon draußen? 2 Minuten. 2 Minuten. Und die ist aber schon... Movable. Vielleicht einfach mal... Okay, so die war im Gefrierfach. Okay. Aber ich denke, damit du es cremiger hast, eine halbe Stunde vorher raus und dann perfekt. Ja. Und vielleicht vorher die Molke abnehmen. Weil man sieht jetzt unten die Molke. Also wenn... Oder einfach mit Butterschmalz. Das Ding ist so, jetzt stell dir mal vor, du kommst halt nach Hause, ne? Von Let's Dance. Und Murat hat gekocht. Genau. Und dann stellt er eine Butterkerze hin. Was ist denn schon deine ehrliche Reaktion darauf? Oh, das ist schon süß. Ne? Ich glaube, ich würde weinen vor Freude. Ja. Doch. Ja, sobald man dann mal ein bisschen älter wird mit den Butterkerzen auf dem Kuchen, wird es dann aber ein bisschen komplexer. Nur sollte man auch irgendwann sagen, wenn es dann doch keine Butterkerze mehr war. Nicht, dass man aus Versehen echte Kerzen, ne? Stimmt, ja. Weil man dann denkt. Also, das waren unsere 3 Trends, die wir ausprobiert haben. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ja. Wenn man die Kerze nicht einfriert. Wenn man sie vorher ein bisschen vorher rausnimmt, ne? Ja, vielen Dank, Freddy. Auch, vielen Dank. Dass ich zu Gast bei dir sein durfte. Danke für die ganzen Fragen. Komm, wir machen eine letzte Frage. Hast du eine Smalltalk-Frage? Jetzt ist Dennis dabei. Ja, eine letzte Smalltalk-Frage. Habt ihr Phantomvibrationen? Ja. Ja. Gut. Am Auge, ja, manchmal. Nee, schon so vom Handy, ne? Ja, ja. Vom Handy. Wenn das Handy nicht denkst, das vibriert, ist immer und den du guckst drauf, aber nichts gekommen. Passiert öfters. Hm. Okay. Danke für den Smalltalk. Kein Stress, dafür bin ich da. Ja. So, darf ich mir jetzt auch was wünschen? Hervorragend. Alles Gute, tschüss. Ich gehe hier lang.